Führer. Dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wenk soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee kehrt machen. Dann entblößen wir die Westfront. Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Was ist los? Gruppenführer, Sie stehen unter Arrest. Verdacht der Fahnenflucht. Sehen Sie sich an. Wir müssen Sie mitnehmen. Zimmer durchsuchen. Wie lässt sich keiner Camping einzulassen? Eine große Verantwortung liegt ungefähr in Schuld. Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkrempeln. Es wurden viele Fehler gemacht, seien Sie unerbittlich. Soll das heißen, Sie können Fegelein nicht finden? Das sind doch alles hohle Phrasen. Wir müssen jetzt handeln. Nicht in der Bunkeranlage.